Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl-Lied. So, in der letzten Folge haben wir den Base-Jumper da, oder wie auch immer, was man der nennt, Base-Jumper, Jump-Parcours, Vogel-Dingenskirchen, Hochhaus-Hupser, Jumper, wie auch immer. Den haben wir auf jeden Fall jetzt in unsere Gang geholt. Ich glaube, der treibt sich hier unten irgendwo rum, der kleine Spinner. Ne, das ist... Ich sehe, da ist er. Da, das ist ja eine gute Technik. Ich kann... Oh, weißt du was? Dieses Tarnteil, ne? Das wäre doch was für ihn hier. Oh, scheiße, nicht genug Pilze. Ich habe es irgendjemand gegeben gehabt. Das wäre was für ihn. Aber er kann ja sowieso alles. Moment, können wir vielleicht so einen Tarnanzug für ihn herstellen? So? Oh! Scheiß Pilze, jetzt Stilze. Okay, pass auf. Jetzt machen wir das so. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Wir können bei jedem was lernen, ne? Hier, was ist das? Hier, eine Olivier. Warte mal, was ist mit denen hier, Kollegen? Kollege? Dankjewa, Professor. Okay, trainieren. Ja, ich bin. Привет, Сашко. Ты же парень опытный. Может, ты меня чему-нибудь научишь? Ну, там... Как жить на улице? Хорошо. Я тебе расскажу. Кое-что могу и показать. Но okay. Без практики толку не будет. Das ist wirklich sehr nett. Parcours, Geduld. Oh, Geduld ist das, was mir am meisten fehlt, ne? Reflexe finde ich cool. Okay. Отлично. Я готов учиться. Ach, das sind die Fertigkeitspunkte. Ich dachte immer, das wäre mein Level gewesen. Gott, bin ich blöde, ey. Sag mal. Жизнь на улице научила меня. От быстрых рефлексов зависит. Вернешься ли ты домой на своих двоих или в деревянном ящике? Okay. Иногда рефлексы могут помочь вернуться от пули. Не буквально, конечно, но опасности можно избежать. Посмотрим, можно ли обучить тебя новым трюкам, старый пес. Для начала дыши животом. Медленно напряги диафрагму. Почувствуй, как все твое тело наполняет воздух. Okay. И задерживай дыхание. Выдыхай. Не слишком медленно, но не слишком быстро. Сконцентрируйся на дыхании. Я их махаю. Повтори упражнения 3-4 раза. Окей. Ладно, поболтали и хватит. Сейчас я буду стрелять в тебя резиновыми пулями. Ты что, дов? А ты постарайся предугадать выстрел и спрятаться так, чтобы я не попал. Neben. Au! Что, больно было, а? Ну ничего. Так ты лучше запомнишь мои уроки. В укрытие, Игорь. Это было быстро. Das war schnell? Ты неплох для того, из кого уже песок сыплется. В укрытие, Игорь. Окей. Ты делаешь успехи. Ja, ich muss mich auch nur wenn okay das decken. Игорь. Alter, das sind panterhaftige Reflexe. Прекрасно! У тебя рефлексы подростка на спидах. Я бы тебя в свою банду без. Ja, nun habe ich aber dich in meine Gang aufgenommen. Was machen wir jetzt? Das sind ja panterhaftige Reflexe, die wir haben, wa? Ich schieße! Okay! Gucken! Puff! Oh, du hast ganz krasse Reflexe! Ja, ja. Die wollen mir was erzählen hier, hör mal. Da kannst du was lernen, du. Das sind die Russen, ne? Immer auf Wodka und so ein Scheiß. Und auf Meth. Meth und Wodka. Was haben wir denn hier? Hier können wir... So, keine Medienbewachung. Was? Hier fehlen noch Hinweise. Zwei Stück. Da fehlen noch genau zwei Hinweise. Okay, was haben wir hier? Nochmal schneller gucken. Achso, das ist diese Kopftarner-Bomben-Dingens, die hier dieses Prototyp da aufgestellt worden ist. Projektor abspielen, das fand ich ziemlich gruselig. Hat mir nicht noch irgendwas gehabt? Tap, 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 ja. Ne, 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 ne. Okay. Lass uns das hier erledigen. Tag 16. Okay. Oh, Tür. Ne, 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 ne.
Глупый маленький мышонок. А ну-ка ответь мне. Ты знаешь, что я знаю, что ты там? Тебе от меня не спрятаться, маленький мышонок. Крысиный король идет по пятам, но сегодня ты спутал ему карты. Я горжусь тобой, мышонок. Думаю, мы с тобой подружимся. Spitzname Mäuschen ist eine nicht nette Spitzname für einen kratzen Mann wie mich. Ich möchte gerne Mäuschenkiller genannt werden. Frag nach Spitzname Mäuschen. Почему ты называешь меня мышонком? Потому что ты не крыса. Во всяком случае, пока. Ну, это может и временно. Сам понимаешь. Давай встретимся лично, мышонок. На этот раз по-настоящему. Mhm. Порту Припяти. Ищи красный знак на стене. Этот символ защитит нас от крысиного короля. Okay. Dränge hier und jetzt auf Informationen. Надеюсь, я не потрачу время зря. Красный знак. Порт Припяти. До скорого. Okay. Ja, Nostrovia, hat er gesagt oder so. Digga! Wie ihr hier alle rumhängt, ihr seht stramm aus, Soldaten! Okay. Hafen von Pripyat machen wir. Oh, guck mal, unsere Dings, unser Herz ist wieder tippitoppi. Eierfloppy, genau, so. Dann machen wir, jemand muss wir machen, dieser Rote der Wald. Da ist ja schon Olivier. Guck mal hier, Michael, 93%. Hafen von Pripyat. Ne, da sollen wir ja auch hin. Ja, genau. Zentrum von Pripyat. Und das wird immer schwieriger. Der Typ, dieser Saschko, der kann ja offensichtlich gar nichts, wa? Ne, der kann ja nicht wirklich was. Ja, der bleibt mal. Ach, das kann ja zu 100% in der Basis bleiben. Ja, bleib in der Basis, Digga. Kein Problem. Füg dich unserer Gemeinschaft bei. Bleib in der Basis. Ruh dich mal ein bisschen aus. Hast ja schon so viel für uns getan. Таракан. Любопытный персонаж, правда же? Такой шекспировский типаж с его этими ушами и крысами. Но удивительные люди иногда бывают опасны, любимый. Так что будь осторожен и не угоди в мышеловку, мышонок. Таракан Тарзан. Erstmal direkt nach Items suchen. Das Richtigste, was wir richtig machen können. Glaube ich, wichtiger als sowas, was er da von uns wollte, ne? Und immer noch nicht haben wir gelernt, Schlösser zu knacken. Aber ich wette, es wird bestimmt den einen oder anderen Charakter geben, der uns das nachher beibringen kann. Oder solche Dinge zu fertigen. Ja, da kommen wir nicht ran. Das wissen wir noch. Hier haben wir noch Fragezeichen. Bei diesen Fragezeichen, da lösen wir ja immer Dinge. Wow. Wie es aussieht, irgendwie ziemlich cool, ha? Huh? Da gibt es aber hier. Wir müssen einmal durch die Strahlung durch. Dann finden wir hier eine Geheimnis. Dafür machen wir das immer gerne. Ich glaube, ich sollte mir mal was gegen die Strahlenkrankheit unbedingt kochen hier, ne? Okay. Hier ist eine Fragezeichen. Wo ist diese Fragezeichen? Weiter unter uns. Ich kann nicht finden, die Fragezeichen. Kacken. Das finde ich nicht. Ich will auch hier nicht unbedingt gleich sterben. Das finde ich total doof. Also sterben finde ich im Allgemeinen ziemlich schlecht. Pilze. Das finde ich gut. Und da ist nochmal ein Krauterchen. Ich finde, das sieht man irgendwie in letzter Zeit ziemlich schlecht, ne? Boah, Digga. Scheiße. Das ist nicht gut. Lass uns. Haben wir noch? Ja. Aufpassen. Domji, du musst ganz vorsichtig sein. Hier sind böse Dinge am Werk. Essensration. Upsi-pupsi.
Aber es wäre gut, wenn wir so ein Umbalumba da finden würden hier. Kaltschießen, gerade wegen unserer Sachen mit den... Was war denn das? Oh Gott. Wegen Pilze. Habe ich Pilze gekriegt von Umba Lumba? Das habe ich ganz vergessen. Der hat gesungen, habt ihr es gehört? Singende Umba Lumbas. Da hinten ist dann mehr. Oh. Kann ich hier raus? Nee, ich kann nicht hier raus. Trotz all dem sind die schwer zu. Da, Pilze. Zu treffen, diese. Weil die sich immer wie so Matrix machen können. Mit Penisse. Immer schön die Augen aufhalten, Tom G. Dann du wirst finden deine Mission. Das Tschernobyl liegt irgendwo in der Nähe. Er hat aufgehört zu singen. Wo ist dieser Tschernobyl? Warte mal. Okay. Von hier oben müsste man eigentlich eine wunderbare Aussicht haben, ne? Oh. Krass. Ist das, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt ein Raketensilo für Atomsprengköpfe? Aber nein. Sind die Puppen wieder da? Ah. Wir wollen es nicht wissen. Okay, wir müssen da tatsächlich hoch. Es gibt hier aber auch keine Nebenquest. Doch, hier hinten. Aber die haben wir ja nicht gefunden. Das war da, wo es so radioaktiv verseucht gewesen ist alles. Da ist unser Dings, das wir gebaut haben. Ich hoffe, das wirkt aber auch noch gegen die Umbalumbas. Ich glaube nicht. Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Wir haben so ein Antigravitations-Wurmloch-Dingens gebaut und es hilft jetzt nicht gegen die Umpa-Lumpas. Alter, die trampeln aber auch, ne? Hier oben. Bei der Etage. Wenn ich ihn anschieße, kommt er runter. Ich dachte gerade schon, da steht jemand draußen. Ich hasse diese Umpa Lumpas, ne? Ich finde die super gruselig. Die schwarzen Umpa Lumpas. Hört sich an, als würde er auf einmal rennen. Der hat sich transformiert. Fuck. Wohin? Es sind zwei auf jeden Fall noch. Don't trust the Umpa Lumpa. Die transformieren sich andauernd. Oh Gott, noch einer. Das war's. Alle Umpa Lumpas sind down.
Wir sind down. So, wir müssen runter. Es ist hier nicht auf dieser Etage. Das ganze Tschernobylit. Haben wir die Möglichkeit, das zu verbrennen? Wir müssen uns davon noch mal mehr Brenner bauen, noch mal. Oh, guck mal hier. Ist gar nicht mal so übel. Als ob mir das jetzt weiterhilft hier. Pizza. Eben noch die Oompa Loompas, jetzt die ganzen NAR-Leute. Das ist... Das ist eine Hexenjagd. Wo kann er gewesen sein jetzt hier? Ich glaube, der ist geflüchtet vor uns. Hinter uns. Ja. Tut mir irgendwie nicht leid, dass ich die töten muss, aber was soll's. Können wir nicht rein. Das muss auf jeden Fall dieses Gebäude hier sein. Der Rattenkönig. Wir müssen das Zeichen an den Hafen von Pripyat entdecken. Drücken. Blopp. Das ist das Zeichen. Ach, guck mal, Pilze. Ja. Ach, guck mal. Waffen. Gewehrmotivation. Immer schön mitnehmen. So, da haben wir. Mäuschen, ich kann dich nicht in diesem Versteck treffen. NAR hat bestimmt verwandt. Triff mich stattdessen in einer Wohnung, folge meine Zeichen. Tarzan. Okay. Aber hier hübsch, ne? Immer alles vorbereitet für uns. Upp. Boah, kommt das noch einmal nachher? Ich verstehe nicht. Okay. Wo ist denn deine Wohnung? Bin ja mal ums Haus rumgelaufen. Müsst ihr nicht Gefahr laufen, jetzt irgendwie den schwarzen Oompa Loompas in die Hände zu fallen? Da ist nichts drinnen. Ist nichts drinnen. Oh oh. Muss, glaube ich, oben sein in diesem Hochhaus hier. Arschharte Reflexe. Was ist das für Musik? Tarzan. Mein kleiner Quicker, ich quick dir gleich mal eine, Freundchen. Noch eine Ruhe. Noch. Ja. Halt die Klappe, du Rattenschwanz. Er quietscht hier rum. Ein bisschen wie bei Ghost Hunters. Was? Ich komme! Ah, hier, guck mal, Fleisch fressen Pflanzen und so ein Scheiß. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Fleisch fressen Pflanzen am Arsch, ein Gehammer.
Warte, ich doch, ich kann holen das. Ich kann nicht holen das. Ich kann holen das? Essensration, natürlich, lass mich nicht liegen. Er klärt irgendwo Tschernobylit rum. Ja, ich komme ja schon, du kleiner Ratten-Dingens-Vogelbumsen. Was ist das, ein Kondom? Ja, er hat Ratten, also... Ja. Hm? Хватит этих игр. Что ты знаешь о Татьяне? Женщина в красном платье. Да, конечно. Ты показал себя надежным союзником, а в грядущей войне с крысиным королем мне не помешает, друзья. Апокалипсис грядет, да. Что еще за крысиный король? Это мудрый вопрос. Я и сам много лет ищу на него ответ. Крысиный король. Возвестит о наступлении последних дней. Он и его армия крыс. Они — чума, которая поглотит мир. Они — конец всему. У меня нет на это времени. Давай ближе к сути, если она там есть. Настанет время, и тебе откроется правда. Но сейчас это не важно. У тебя есть вопросы? Задавай. Что за история с радаром Дуга? Почему ты так сильно хотел, чтобы я его взорвал? Я хотел, чтобы ты вспомнил. И чтобы ты сделал выбор. Я должен был убедиться, что ты не пойдешь путем крысиного короля. Тихо, мышонок. Они здесь. Черт! На этот раз крысиный король обставил нас. Нельзя допустить, чтобы мои архивы попали в их грязные лапы. Не ожидал, что вторая проверка случится так быстро, да? Прости, мышонок. Если Нар обнаружит эти бумаги, они поймут, что мы все это время за ними следили. Сожги это место. Сожги здесь все. Немедленно. Нам нельзя рисковать. Ха, мышонок. С этими крысами шутки плохи. Вот и еще одна возможность показать, из какого ты теста. Schon wieder. Stimme Tarkan zu und verbrenne die Dokumente. Ignoriere Tarkan und schaue seine Dokumente. Komm, wir versuchen, wir brauchen Verbündete. Und ich glaube nicht, dass da irgendwas von Tatjana mit drin ist. Aber wohl, er sagte Frau in rotem Kleid. Ach scheiße, hätten wir es mal vorher jetzt irgendwie durchdacht. Der Tarzan ist weg. Hilfe, Hilfe. Aua. Ja, alles klar. Raus hier. Einmal voll durch die Ratten durch. Dips. Tja, ich hab gehofft, den kriegen wir bei uns mit. Den Rattenkönig. Tja. Oliver hat einen Status. Mission erfolgt. Oh, Oliver mal wieder völlig im Arsch. Angeschlagen, fehlgeschlagen. Meine Fresse, Oliver. Erfolg. Michael, da gibt es wenigstens was zu essen und Medikamente. Ja, er ist gesund und stabil. Wie auch denn, wenn er... Ja, jeder kriegt nur eine. Warte. Wenn er ein bisschen... Respekt und Verfassung und seine Gesundheit. Ja, muss er sich dann erholen, wa? Annehmen. Ja. Gut oder nicht gut? Ich weiß nicht. Ich weiß alles nicht. Michael. Lass uns mal was kochen hier. Und zwar eine Antistrahlsalbe, wenn ich übel. Eine eine Ballerballersalbe. Eine Ballerburchsalbe. Und ich glaube, das wäre natürlich auch nicht übel. Okay. Mal schnell was futtern hier. Mit diesem. Genau, uns geht es nämlich nicht ganz so super. Sehr gut. Jetzt besser. Jetzt besser. So, B. Haben wir irgendwas, was wir bauen müssen? Gab es da irgendwie Bedarf? War irgendwo Bedarf? Mirkai. Wo ist denn der Typ?
Oh ja. Oh, wir brauchen unbedingt Motivation. Aber warum wird er mit sowas einfach nicht mal fertig? Das verstehe ich irgendwie nicht. Wie viel Motivation brauchen wir denn eigentlich? Das sollte, glaube ich, erstmal lang. Wieder jede Menge Revolver. Die Revolver-Dingen sind aber, glaube ich, auch mehr. Ach, guck mal. Hätte ich mir gar nicht herstellen müssen. Aber Tschernobylitbrenner brauchen wir tatsächlich. Genau. Denn was Schrot brauchen wir gerade auch nicht. Da haben wir nicht dabei. Wo ist denn der Vogel? Da unten. Igor, я ранен. Можешь дать мне аптечку? Gib mir Medizin. Спасибо. Мне уже лучше. Das machen wir doch gerne. Haben, können wir mit ihm das trainieren? Может, поучишь меня своим военным хитростям? Ich das sehe mit seinen Ämtern, ne? В том, что касается навыков выживания или стрельбы, ja, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя снова. Бла-бла-бла-бла. Да и мне будет круто. А вы что, Лес? Sehr gut. Давай в другой раз. Ja. So, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin machen wir... Hatte ich nicht irgendwie... Ach nee, das habe ich woanders hergestellt, ne? Diese Rüstung. Tarnrüstung. Ich habe mir vorgestellt, den gebe ich jemanden. Und zwar den... Wo ist der andere? Mirka, ja. So, как, братан? Я тут подумал, Миша. Das wäre geil, wenn man das sieht. Откуда ты Да. Хочешь поменяться? Только давай, пап. Oh, hat die schon. Ach, Scheiße. Was denn? Hier nehmen wir ihn hier, warte. Давай снаряжение. Upsi, upsi, das ging flott. Er hat auch keine Flinte, wa? Müssen wir mal gucken, dass wir das mal ändern können, flott. Was haben wir hier so für einen Schroti? Как дела, профессор? Ja, ist ja gut, ich habe verstanden. Давай снаряжение перетряхнем. Перетряхивай! So, jetzt, liebe Leute, machen wir nächste Folge wieder weiter. Bis dann, tschüss.